Wir haben angefangen, unser Programm mit dem Thema Erbisch. Wir haben das nicht einfach so gemäht, wir haben gemäht, weil Erbisch für einen Link ein zentraler Wert ist. Das ist die Kategorie, die die Werte an der Gesellschaft schafft, dadurch, dass sie schafft. Und Erbisch als Grundlage vom Reichtum, von aller Gesellschaft. Es sind nicht die Unternehmen, die den Reichtum schaffen, mit sind die Leute, die schaffen, die den Reichtum schaffen. Und dafür ist Erbisch so eine Zentralkategorie, weil auch unser ganzes Sozialsystem, unser ganzer Sozialstaat auf Erbisch aufgebaut ist. Sie wird Pensionen, sie wird Spital, sie wird Krankenversicherung, sie wird der Chômage, also sie wird sogar den RMG, also die Tatsache, dass er kein Erbisch hat. Alles als auf die Zentralkategorie von der Erbisch aufgebaut. Aber wir stellen fest, dass die Kategorie von der Erbisch, die so zentral ist an einer Gesellschaft zu Lützeburg, an den letzten Jahren immer weiter devalorisiert ging. Wenn es so ist, dass an den letzten 10 Jahren immer mehr Leute, die Vollzeit schaffen, nicht mehr von ihrer Erbisch leben können, dann lebt etwas an einer Gesellschaft fundamental schief. Dann ist ein Zusammenhalt etwas, was eine Kohäsion kennt, eine gesellschaftliche Versprechen, nämlich, dass Erbisch Sinn möchte, als nicht mehr gehen. Wir treten dafür an, für Erbisch zu revalorisieren. Und das war fundamental. Und angefangen bei dem Allerinnersten, bei dem Allerniedrigsten Niveau von dem, was Erbisch muss sein. Nämlich, Erbisch muss können garantieren, dass der Mensch ehrbar lebt. Dafür wollen wir den Mindestlohn, die niedrigste Kategorie von Lohn, die es an der Erbisch gibt, so heben, dass er nicht mehr dem Armutsrisiko ausgesetzt ist. Und das ist fundamental zu Lützeburg. Wir haben eine konkrete Forderung aufgestellt, die ist nicht aus der Luft gegriffen, unseren Etappen vorgesehen von einer Erhöhung von am Moment knapp 2000 auf 2250, und nur auf 2390. Das sind keine abstrakten Zahlen. Das ist das, was der Europäische Gewerkschaftsbund international an alle Länder fordert, als das Minimum, was er muss anerkennen, als das, was ein Mensch den Vollzeit schafft, minimal und gesellschaftlichem Undeel muss kriegen für sein Erbisch. Und dafür treten wir an. Zu Lützeburg gibt es aber noch ein anderes Problem, nämlich man auf der einen Seite qualifizierten und den unqualifizierten Mindestlohn. Wir hatten in der Vergangenheit schon Epochen, wo es darum gegangen ist, dass wir Leute lang an ihrem Beruf geschafft haben. 10 Jahre, was eine lange Zeit ist, an einem Menschenleben, an ihrem Beruf geschafft haben, dass sie da recht tun auf den qualifizierten Mindestlohn. Am Moment ist das auf Frage gestellt, weil das Gesetz nicht seriös ist. Und das betrifft immens viele Leute. Und das betrifft die Leute am meisten, die am prekarisiertesten sind, die Schichten schaffen, die Kupüre schaffen. Und wir fordern dürfen auch, dass Leute, die 10 Jahre an ihrem Beruf den unqualifizierten Mindestlohn kriegen, dass nur 10 Jahre sie die Qualifikation von ihrer Erbisch, von ihrer Lebenserbisch unerkannt kriegen, an den qualifizierten Mindestlohn kriegen. Und das dürfen die Gesetze auch dementsprechend gerne gehen. Und der dritte, erlässt, was wir als Förderung revendikieren, das ist eine andere Konzeption vom Staat beim Umgang mit der Erbisch. Im Moment, als der Erbisch, ob ein Erbisch tut oder nicht, mehr oder minder dem freien Markt überlos. Mehr gesehen ist echt eine fundamentale Rolle und eine Verpflichtung von der öffentlichen Hand, von der Demokratie, für jede Verengen, die schaffen will und die schaffen kann, dass den auch ein Erbisch kriegt. Das ist eine fundamental andere Rolle,
wie dat wat dat dan am moment möcht, nämlich gestion justo von einer, wir wollen eine aktive Staat, eine Staat, die Erbischt schafft, weil Erbischt gut gebraucht an unserer Gesellschaft, so stark, an das ein Hohn, dass an einem Land wie Lützeburg 15, 16.000 Leute ob das ich nur Erbischt gehen, obwohl wir so viel gesellschaftlich nützlich Erbischt hätten. Dürfen wir reden mehr an.